Er ist einer der größten Maler der Kunstgeschichte, Jan Vermeer aus Delft. Sein Mädchen mit dem Perlohrring gilt als die Mona Lisa des Nordens. Nur 35 Gemälde haben sich von ihm überhaupt erhalten, darunter das brieflesende Mädchen am offenen Fenster aus der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden. Doch an diesem Gemälde, was man normalerweise nur mit Samthandschuhen anfassen würde, wird im Moment ein Teil der Malschicht mit dem Messer abgekratzt und ist damit unwiederbringlich verloren. Zerstört Dresden seinen Vermeer? Nein, natürlich nicht. Wir bekommen sogar eine Figur von Vermeer zu sehen, die 350 Jahre lang unter der ersten Maloberfläche geschlummert hat. Ein nackter Cupido, der die Deutung des ganzen Gemäldes über den Haufen wirft. Und mit diesem Krimi aus der Kunstgeschichte herzlich willkommen in diesem Video. Und um Ihnen zu erklären, was da gerade Spannendes in Dresden mit dem Vermeer passiert, dürfen wir heute zu Gast sein bei einem, der sich bestens auf Malerei versteht, auf Leinwand und Farbpigmente. Wir sind im Atelier des Künstlers Ulrich Brauchle. Herzlich willkommen bei mir im Atelier hier auf dem Schloss in Elbangen. Natürlich hat so ein Maler wie Jan Vermeer im 17. Jahrhundert ganz anders gemalt, als ich das heute tue. Und dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Der Duft im Atelier, die Atmosphäre, die Farben, die Formen, die Strukturen. Aber was in Dresden gerade passiert, das möchten wir euch jetzt noch zeigen. 1658 malt der gerade einmal 26-jährige Jan Vermeer sein frühes Meisterwerk. Das brieflesende Mädchen am offenen Fenster. 1979, das Gemälde ist nun längst das große Highlight der Dresdner Gemäldesammlung, wird das Meisterwerk geröntgt. Und man entdeckt, dass sich unter der obersten Malschicht etwas Spannendes verbirgt. Ein Bild im Bild, das einen nackten Liebesgott zeigt, den Vermeer im Laufe des Entstehungsprozesses aber wieder übermalte. So dachte man jedenfalls. Bei der Restaurierung fällt auf, dass sich die Malschichten unterschiedlich verhalten und man steckt sie unter das Mikroskop. Zwischen den einzelnen Malschichten erkennen die Forscher eine kleine Schmutzschicht, die nun eine riesige Bedeutung bekommt, denn sie kann nur über mehrere Jahrzehnte entstanden sein. Hat Vermeer den Liebesgott also gar nicht selbst übermalt? Ja, wir schauen uns das jetzt mal hier an. Ich habe ein kleineres Ölbild von mir hier in der Hand. Man sieht auch hier schon schön die verschiedenen Schichten drauf. Es wird also langsam aufgebaut. Und die letzte Malschicht, die entscheidet dann das Aussehen des Bildes. Und die spannende Frage war eben in Dresden, was ist die letzte originale Malschicht von Vermeer? Und hat nicht jemand anders eben noch eine Malschicht draufgesetzt? Mhm. Und das sieht man in diesem Mikroskop. Zeig mal, wie das im Mikroskop ist. Genau, da sieht man quasi den Querschnitt mit all den verschiedenen Malschichten übereinander. Genau. Nur eben in tausendfacher Vergrößerung. Die Experten kommen zu dem Ergebnis, die Übermalung stammt nicht von Vermeer. Er wollte den nackten Liebesgott im Bild. Und so wird er nun wieder freigelegt. Ganz vorsichtig kratzt ihn der Restaurator mit dem Skalpell frei. Und der Liebesgott wird nach Jahrhunderten wieder sichtbar. Sobald die Freilegung des Bildes im Bild des Dresdner Vermeers, also des nackten Cupido, fertiggestellt ist, wird der Cupido im Bild genauso groß sein wie das brieflesende Mädchen im Vordergrund. Und daraus ergibt sich für die Kunstgeschichte eine ganz neue Lesart und Bedeutung des Bildes. Bisher hat man das brieflesende Mädchen in seiner stillen, engen häuslichen Umgebung wie so eine Art Gefangene ihrer kleinen häuslichen Welt gesehen. Und es war ein ganz stilles, ruhiges Bild. Jetzt aber, mit dem Cupido im Hintergrund, kriegt die Brieflesende natürlich eine ganz andere Bedeutung.
Das Ganze wird erotisch aufgeladen und es ist klar, was sie da jetzt für einen Brief liest. Es muss ein Liebesbrief sein mit diesem Cupido im Hintergrund. Und damit wird aus dem braven Mädchen, das sich nach der Welt draußen sehnt, plötzlich eine, die es faustdick hinter den Ohren hat und vielleicht dabei ist, gleich ihren Mann zu betrügen. So, hallo, dann wollte ich noch geschwind zeigen, wie man die Farbe anmischt. Eine Ölfarbe. Ich habe hier ein Becherchen voll mit ultramariner Farbe. Ultramarin, früher jenseits des Meeres, so der lateinische Begriff, hergestellt bzw. gewonnen aus Lapislazuli-Steinen, fein gerieben. Im 17. Jahrhundert war bereits eine kleine solche Kelle Ultramarin wesentlich mehr wert als Gold in der gleichen Menge, so eine teure und kostbare Farbe. Die Farbherstellung beginnt immer mit dem Anteigen der Farbe. Dazu nehme ich das zerstoßene und zerriebene Farbpulver und etwas Öl, in dem Fall jetzt hier Leinöl. Und dann wird die Farbe langsam hier eingeteigt. Und man sieht schon aus diesem schönen Ultramarin, das hier noch als Farbpulver da ist, entsteht eine fast schwarze Masse. So, nachdem jetzt hier eine gewisse Zeit die Farbe, das Farbpigment schön verrieben wurde, nehme ich hier ein Glas, schütte etwas Balsam-Terpentinöl rein, nehme dann hier die Malplatte und kann jetzt die Farbe auf dem Pinsel aufnehmen. Ja, so in etwa muss es im Atelier von Vermeer ausgesehen haben, als er sich aus Ultramarin sein Farbpigment oder die Farbe für das Mädchen mit dem Perlohrring zusammengestellt hat. Ein Atelier, das ist immer noch ein ganz besonderer Ort, denn hier ist es, wo Kunst entsteht. Und es ist schade, dass Sie das jetzt nicht riechen können. Es riecht nach Farbe und wenn Sie hier schauen auf der Palette, dann sehen Sie die aufgetragenen Farben. Und es ist toll, dass ich Ihnen heute Kunst mal nicht zeigen kann, fertig im Museum, sondern an dem Ort, wo sie entsteht. Eine ganz spannende Anekdote kann ich Ihnen noch erzählen. Als man 1742 den Vermeer für Dresden angekauft hat, da dachte man eigentlich, man hätte einen Rembrandt gekauft. Ihm wurde nämlich das brieflesende Mädchen zunächst zugeschrieben und man war dann in Dresden ganz enttäuscht, dass es nur ein Vermeer war. Heute ist es natürlich ganz anders. Ein Rembrandt wäre sicher auch nicht schlecht, aber ein Vermeer ist die viel größere Seltenheit in der Malerei. Und da sehen Sie schon, wie sich die Wertschätzung für Maler und für Gemälde über die Jahrzehnte auch immer wieder ändern kann. Falls Sie nun neugierig geworden sind auf diesen neuen Vermeer in Dresden, dann können Sie das Gemälde mit mir zusammen anschauen. Vielleicht haben Sie ja unseren Katalog zu Hause. Und da finden Sie auf Seite 25 diese Reise nach Dresden zur großen Vermeer-Ausstellung, die im Juni eröffnet wird. Und dann ist nicht nur das brieflesende Mädchen zu sehen, sondern auch einige andere der Originale, der seltenen Originale von Vermeer. Wenn Sie mehr über die Malerei von Ulrich Brauchle erfahren wollen,
dann finden Sie den Link zu seiner Homepage unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, Sie hatten Vergnügen mit diesem Ausflug in die spannende Welt der Malerei. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.